and gentlemen, hier sind sie, Luke and the Heartthrobs. Hollywood-Superstar Ryan Gosling spielt die Hauptrolle in The Place Beyond the Pines mit Hangover-Star Bradley Cooper und Eva Mendes. Für Gosling ist es nach dem Oscar-nominierten Blue Valentine der zweite Film mit Regisseur Derek Cianfrance. Ich spiele einen Typen namens Luke Glanton. Er gehört zu einer Art Motorrad-Boygroup, die in den frühen 90er Jahren über kleine Jahrmärkte im ganzen Land tingelt. Er ist im Grunde das Ergebnis eines Lebens voller falscher Entscheidungen. Ist Romina da? Wer ist der Kleine? Dein Sohn. Wolltest du es mir nicht sagen? Hab seit über einem Jahr nichts mehr von dir gehört. Du hast dich verdrückt. Mein Sohn, ich sollte bei ihm sein. Mein Vater war nicht bei mir und was ist aus mir geworden? Wie willst du uns ernähren? Avery ist ein junger Polizist in einer Kleinstadt, wo Korruption weit verbreitet ist. Ich wüsste keinen Beruf, in dem ich lieber arbeiten würde. Du bist so intelligent, du könntest machen, was du willst. Ich verstehe nicht, warum du gerade das machst. Ich bin ein Cop, Chad. Luke sucht einen Weg, ein richtiger Vater zu sein. Du hast ein Kind, du willst dieses Kind ernähren. Das solltest du mit deinem Talent tun. Und dein Talent ist eine Gabe. Okay, alle, die leben wollen, Hände hoch. Na los! Avery ist im Dienst und trifft auf Luke Glanton. Ihre Welten prallen aufeinander. 1-0-5, wir verfolgen den Tatverdächtigen. 1-0-4, habt das Motorrad im Blick. In The Place Beyond the Pines geht es um Entscheidungen, die noch Folgen für spätere Generationen haben können. Um Probleme, die wir an unsere Kinder weitergeben. Wenn wir sie nicht angehen, haben noch sie damit zu kämpfen. Derek hat eine wundervolle Geschichte geschrieben, die Generationen umspannt. Parallele Handlungsstränge schildern Taten und ihre Folgen 15 Jahre später. Ich sagte zu Derek, ich hatte schon immer diese Fantasie, einmal eine Bank auszurauben und wenn, dann mit einem Motorrad. Und danach rein in einen LKW, weil keiner einen LKW sucht, sondern ein Motorrad. Er meinte, genau darüber habe ich ein Drehbuch geschrieben. Da wusste ich, wir sind dazu bestimmt, gemeinsam Filme zu machen. Es war toll, dass sie schon miteinander gedreht hatten. In der Welt, die sie erschaffen, kann man wundervoll arbeiten. Ich genieße es, mit den gleichen Filmemachern zu arbeiten. Man entwickelt ein blindes Verständnis. Nach dem ersten Film konnten wir beim zweiten sofort loslegen. Ryan hat diese besondere Gabe. Es ist wirklich Magie. Er bringt von allen das Beste zum Vorschein. Beim Casting von Avery hatte Bradley bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich habe das Drehbuch dann schon mit Bradley im Hinterkopf geschrieben. Eine komplexe Rolle in einer komplexen Geschichte. Einige echte Polizisten haben mir sehr dabei geholfen, sie zu spielen. Das ist Ihr Problem. Das ist unser Problem, das Problem unseres Departments. Und ich mache Sie darauf aufmerksam, weil es meine verdammte Pflicht ist. Den Film habe ich vor allem wegen Derek Cianfrance und Ryan Gosling gemacht. Ich wollte Teil Ihres Umfelds sein. Derek kreiert eine Welt, in die man eintaucht, um darin zu leben. Jeder gibt das Beste in seinen Filmen. Ich musste lernen, mit dem Auto durch die Kurven zu schleudern. Ich fuhr tatsächlich selbst und absolvierte meine Stunts. Motorradfahren habe ich mit Rick Miller trainiert. Wenn Batman Motorrad fährt, dann ist das Rick Miller. Ich habe also von den Besten gelernt. Die Action-Szenen im Film sollten eine gewisse Gefahr ausstrahlen. Und das tun sie, weil sie echt sind. Ich will zwei an einem Tag machen. Du, aufstehen! Ich lass nicht zu, dass du uns beide fertig machst. Es gibt einen Ausweg, aber der wird dir nicht gefallen. Auf die Zuschauer wartet ein Trip, für den man bereit sein sollte. Es ist eine epische Reise, auf der sich 17 Jahre lang die Lebenslinien von Menschen kreuzen. Und das auf ganz wundervolle Art und Weise. Sag ihm, das ist von mir. Ich bleib sein Vater. Ich kann ihm was schenken. Der Film handelt von Vätern und Söhnen. Ich fühle mich zu Geschichten über Familien hingezogen, weil ich glaube, dass Familien voller Geheimnisse stecken. Weißt du was, Luke? Wenn du fährst wie ein Blitz, wird es dich erwischen wie ein Donnerschlag. The Place Beyond the Pines. Ab 13. Juni im Kino.